Hallihallo Leute, es geht weiter mit dem Path of Exile Let's Play und ich bin hier am Start wieder in der Standardliga mit der Rangerin und ich denke, wir machen mal ein Bild, wo ein bisschen chilliger ist als andere Sachen, andere Builds, und das ist die Poison Arrow Rangerin. Da gehen wir auf diesen Baum, auf diesen Baum, Chaos Damage, hier unten dort und hier oben dort, und dann werden wir wahrscheinlich noch die Auren nehmen, je nachdem was so wichtiger ist. Hier könnten wir noch Arrow Piercing nehmen, keine Ahnung ob das hilft, vor allem viel Life, viel Rüstung durch ein Reflexes und ja, Mobility noch ein bisschen nehmen. Wahlpakt können wir nehmen. Ja, es wird ein sehr interessanter und cooler Bild. Und hier habe ich ja viel bessere Items, also nehmen wir hier die Dinge. Also machen wir nicht mehr Ambrush-Klassen, weil die Items werden wir sowieso dann finden, wenn die Ambrush-Liga fertig ist, die uns hier halt noch fehlen. Und dann belassen wir das auch bei der Standardliga, mehr brauchen wir nicht. So, also das Wichtigste ist einfach jetzt, dass wir kurz das mit dem Ding schaffen. Tutorialgebiet hier. Irgendwas könnte ich noch gebrauchen hier. Und das sollen wir einfach durchrushen. Nein, wir rushen nicht durch. So ist es sehr leicht hier mit der Rangerin. Fernkampf ist schon mächtig am Anfang. Und ich habe gehört, dieser Skill wurde gebufft, der Poison Arrow. Also wahrscheinlich werden wir es noch leichter haben. Mal schauen, was wir dazu nehmen. Weil Frenzy bringt uns nicht so viel. Oh, der ist gleich in die Hälfte zerbrochen. Okay, das Level machen wir noch. Und dann gehen wir zum alten Opa. Zum übergroßen Schleimer. Ja, gut. Überall kommen hier noch Zombies. Die sollten wir schon noch abknallen. Ah, es hat geleckt, habt ihr es gesehen? Es hatte Deathwings gemacht. Also wir waren an der falschen Position und der Gegner ist jetzt auch wieder an der falschen Position. Dann machen wir hier mal. Blinkt das überhaupt? Ja, ich denke schon. Angriffsgeschwindigkeit brauchen wir immer. Und jetzt gehen wir direkt nach vorne zum Großen. Wir brauchen halt einige Angriffe. Ja, toll, du blöder Chat. Ah, wieso kommt hier der Chat? Völlig Blödsinn. Bei manchen Spielen ist die Bedienung ein bisschen schlecht. Auch wenn es nur klein ist, das nervt schon extrem, wenn das der Chat noch rauskommt, nur weil man dorthin geht. Man kann ja einfach Enter drücken, wieso muss der Chat überall sein? Oh je. Für die ganz Dummen wahrscheinlich. So, im Kampf kann ich das nicht gebrauchen, also versteht es doch. Ja, das brauchen wir sowieso nicht.
Da machen wir Fett MF, also Fett Magic Find. Und sonst noch ein paar Sachen. Dann geht es schon klar. Und alle haben diese Rüstung plötzlich. Wieso? Die sieht scheiße aus. Diese Skin. Fire Games. Naja. Lassen wir so. Ich muss noch ein paar Sachen von einem anderen Charakter rein tun. Also wenn wir dann wirklich nicht weiterkommen, weil wir zu wenig irgendwas haben, Schaden machen und aushalten, dann können wir immer noch den anderen Charakter nehmen, den ich momentan am Machen bin. Der hat so viel Life Leech, dass er eigentlich immer voll ist. Aber er ist natürlich auch noch erst am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Der Draco Basel. Level 2. Hui. Ich bin so ein Oberpro. So. Das. Das, das. Das. Ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite Schadensart nehmen soll. Aber ich glaube nicht, dass es viel bringt. So. Und wieder rüber zur Poison Monika. Gut. Ja, jetzt wissen wir die mit den Items aus. So. Physical Damage brauchen wir später dann nicht mehr. Hier noch. So. Die Schuhe natürlich. Da haben wir eine Rüstung. Hier haben wir den Helm. Amulett haben wir schon. Haben wir irgendwo, ja. Ein Bogen natürlich. Und dann noch einen Köcher. Ja, hier. Oh, da ist Fire Damage, richtig geil. So, jetzt brauchen wir noch den Poison Arrow, aber der ist wahrscheinlich nicht ab Level 1. Das muss ich schauen. Fiber Strike. Poison Arrow hat so ein Gifttropfen drauf. Oh, ich finde vor lauter Gems nicht die richtigen. Hier ist zum Beispiel noch eine, auch Level 11. Ja, da müssen wir es durch die Quest nehmen. Ach gut. Hier haben wir zum Beispiel PS noch als Unterstützung. Nicht schlecht. Psychical Attack Damage. Aber das brauchen wir nicht. Haben wir hier auf der 3 oder auf der 4 irgendein Poison Arrow? Auch nicht. Oh je. Und auf der 10? Auch nicht. Nö. Da müssen wir den nachher bekommen. Oder ist er hier? Nö, machen wir Split Arrow. So. Gut, dann ausrüsten. Und los geht's. Ja, das wird sicher Spaß machen. Ich kann auch dann so machen, dass die Gegner irgendwie gestunt werden oder so und darum in der Giftwolke bleiben. Aber da muss ich ja. Da muss ich alles dann noch testen. Ich habe leider auch keinen Guide gefunden, der nur auf Gift Arrow beruht. Ich will nicht noch Fiber Strike, als in den immer wieder Slot wechseln und so, das nervt ein bisschen. Und vielleicht haben wir noch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel Punkture. Aber der wird natürlich nicht so stark sein, aber als Zweitfähigkeit wäre doch da der auch eigentlich recht gut. So.
Und wir haben ja das, glaube ich, das zweite Mal haben wir doch auch ein Punkturbild machen wollen, aber natürlich war der viel zu langweilig noch am Anfang ohne Gems. Und jetzt werden wir den diesen viel besser machen können. Also Poison Arrow geht viel leichter. So. Schauen wir mal. Also Accuracy. Accuracy. So. Ja, am Anfang wird es natürlich noch leicht sein wegen den Items, aber später habe ich die Items auch nicht mehr. Die müssen wir zuerst finden. Da haben wir auch das MF. Und ja. Mal schauen, wie weit wir überhaupt kommen, ohne zu Schwierigkeiten zu kommen. So, da müssen wir noch kurz rüber gehen in die See, also Inseln oder so. Weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Meer. Auf Englisch heißt es, ah ja, eine Insel. Die Tidal. Tidal ist irgendwie so. Weiß ja nicht, was es ist. Einfach die Insel. Die Dingsbungsinsel. So, geht relativ schnell hier. Das Wichtigste ist dann einfach, dass wir gut treffen können, viel treffen können, damit ganz viel Gift kommt. Ich weiß da nicht. Wir müssen dann testen, ob multiple Projektile Stärke ist, das ein Pfeil oder zwei Pfeile. Ich denke, oder drei Pfeile. Aber ich denke, es ist besser drei Pfeile als ein Pfeil. Später haben wir sogar noch vier Pfeile durch einen Bogen. Der gibt noch einen extra Pfeil. Und sonst mal schauen. Und das Gute ist auch, wir können die zu an Wänden schießen. Dann kommt die Giftwolke auch raus natürlich. So. Ich weiß nicht, ob Spell Damage geht, aber ich glaube, das ist kein Spell Poison Arrow. Also auch nicht die Giftwolke. Dann bringt das wahrscheinlich nichts. Ab später gibt es einen Bogen, der Blitzschatten noch in Chaosschatten umwandelt. Und eventuell wirkt das dann auf... Nein, die Wolke. Wir müssen schauen. Also wir können sie mit Flüchen noch ein bisschen schwächen, die Gegner. Und sonst... Ja. Brauchen wir eigentlich nicht so viel Damage plus... Hat mehr Fähigkeiten. Wir müssen dann zum Wallgem machen. Die Poison Arrow. Natürlich hochstufen. Also mehr Qualität zu machen. Über 20 Leveln und so weiter. Aber das wird sicher ganz cool sein. Und auch nicht so wie die anderen Dot Builds langweilig. Und auf Warterei beruhend. Und Poison Arrow stackt, glaube ich. Nein, das stackt, glaube ich, gar nicht, aber egal. Wir werden dann schauen. Aber wenn es nicht stackt, bringt es auch nicht, multiple Projectiles reinzunehmen. Ja. Ich muss dann alles noch schauen, ob ich glaube, in der... Einen Guide mit Chaos, also der Chaos-Akolyt mit Dingstrike, Poison oder Viper Strike, genau.
Der das dazu hat, der hat nämlich auch nicht multiple Projektiles. Und dann lassen wir das. Nehmen wir das nicht ein, dafür mehr Angriffsgeschwindigkeit und so weiter. Und eventuell brauchen wir auch gar keine Angriffsgeschwindigkeit, aber wir nehmen es trotzdem mit. Es ist dann egal. So. Leider wird Pufferfix nicht mehr so gepatcht. Der letzte Patch ist auch so schon 3 Wochen her. Es kamen nur so kleine, ganz kleine Hotfixes. Und ich hoffe, es kommt auch wieder etwas Besseres. So, Poison Arrow haben wir. Gut. Dann fangen wir an mit dem Poison Arrow. Der hierhin. So. Was haben wir hier? Ja, nehmen wir. Gut, dann haben wir hier eine Quecksilberflasche. Hier haben wir noch ein paar Heiltränke. So. Und mehr brauchen wir nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Ich wollte auch eine Eternal Knives Shadow machen, aber da habe ich gedacht, nee, lieber nicht. Weil so viel Mana Kosten der hat und alles Mögliche. Nee, das lohnt sich nicht. So. Gut, dann fangen wir mal an, schauen, wie stark der Game ist. Schon auf Level 1 ist. Ja, ihr seht, ihr habt die überall Giftwolken. Aber ist noch relativ schwach, sehe ich gerade. Ach, egal. Aber eigentlich müsste der ja stacken, also das Gift immer stärker werden. Je mehr Gift, desto mehr Schaden. Ja, das Gift zieht schon ein wenig an. Mal schauen später. Dann nehmen wir aber zuerst wieder die. So, Gift Arrow ein bisschen hochstecken. 3,5 pro Sekunde. Ja, aber ich muss zuerst die Dinger haben. Die Glyphen. Speed Arrow ist schon viel stärker am Anfang, aber später ist es nicht mehr so stark. Da braucht man extrem viel physische Damage und das haben wir nicht. Haben wir alle drei? Nö. Es fehlt uns wahrscheinlich noch einer. So. Der ist sicher hier unten. Man muss eigentlich immer den Flüssen entlang gehen. Auch wenn er nicht direkt one-hitten würde, könnte man mal wieder schauen, wie viel es frisst. Ja, eben zu schwach. Aber bald nicht mehr. So, die Corrupted Area gehen wir noch nicht. Also gehen wir gar nicht hier. Bringt uns nicht viel. Und hier haben wir nämlich dann die Glyphe schon. Dann können wir in das nächste Gebiet gehen.
Und es leckt überhaupt nicht, das ist sehr gut. So, Dele. Na? Was seid ihr Gegner? Ihr Nervensägen? Hier sind sie. Weg damit. Die haben nur zwei Leben, das nervt. Bang. Genau. Gift. Wir machen alles voller Gift. Okay, es sind die Tiefen. Wir müssen aber zuerst das Waypoint holen. Hier ist der Waypoint. Sehr schön. So. Gem. Was nehmen wir? Noch ein Poison Arrow. Nein. Wir nehmen... Naja, doch. Nochmals ein Poison Arrow. Einen tun wir dann verfallisieren. Und den anderen... Keine Ahnung. So, was haben wir sonst noch für Sachen? Hier haben wir... Increased Attack Speed. Gut. Ah, hier. Mehr Bogenschaden, Bogengeschwindigkeit. Sehr schön. Und hier haben wir den besseren Köche. Ja, mehr haben wir nicht. Okay, weiter geht's. Und wir sind sogar noch schneller. Sehr schön. Ja, das wird schnell gehen. Dann habt ihr danach mehr Spaß beim Zuschauen, wenn dann ein bisschen herausfordernde Gegner kommen und so weiter. So, nächstes. Wir könnten auch mal ein Rite Rose Fire annehmen, Bild nehmen. Der macht Schaden durch Berührung, glaube ich. Also, läuft ihr einfach in die Gegner rein und ihr werdet dann extrem Fire Damage machen. Aber der braucht noch ein bisschen Vorbereitung. Den machen wir dann als zweiten Charakter, wenn wir die Items haben.